Terra. Er ist ein Schlüsselschwertträger und der älteste der Gruppe. Aus ihm Aqua und mir bestehen. Er ist sowas wie der Anführer und großer Bruder für Aqua und mich. Nach außen wirkt er kalt und ruhig. Doch ich denke, dass sich dahinter ein Herz versteckt, das für seine Freunde kämpfen würde. Und für Ven. Eigentlich heißt er Ventus, aber Terra und ich nennen ihn Ven. Er ist der jüngste von uns dreien und ist wegen fast allem aufgeregt. Er ist stets fröhlich und hilfsbereit. Man kann fast sagen, dass er der kleine Bruder von Terra und mir ist. Übrigens ist auch er ein vom Schlüsselschwert auserkorener Meister. Naja, Aqua ist ganz okay. Sie ist eine Schlüsselschwertträgerin, genau wie Ven und ich. Sie lernt zusammen mit Ven und mir bei Master Xehanort den Gebrauch des Schlüsselschwerts. Sie ist die wohl verlässlichste von uns. Außerdem ist sie klug, bescheiden und ernst. Doch leider sorgt sie sich viel zu sehr um Ven und mich. Mom! Du lässt uns hier doch nicht einfach so stehen, oder? Genau, Mom! Die Stories. Ich wollte Ven und Terra finden, also folgte ich ihnen. Und so fand ich mich im Schloss der Träume wieder. Ich traf eine Maus namens Jack, einen Prinzen und seinen Diener. Doch mir ging nicht ganz ein, warum ich einen Glasschuh probieren musste. Ich bin Aqua. Wie heißt du? Ich heiße Jack. Jack, kennst du Ven? Ich kenne Ven. Er hat mir geholfen, mein Kleid für Cinderella zu machen. Mademoiselle, Senorita, warten Sie! Du bist also zurückgekommen. Also bitte, Mademoiselle, probieren Sie ihn an. Ich war auf der Suche nach Terra, als ich in ein Haus kam. Komischerweise war ich klein wie eine Maus. Ah, apropos Maus. Ich traf, nachdem ich schrumpfte, Jacques, eine Maus, die in diesem Haus lebt. Er erzählte mir von einem Mädchen, das von seiner Stiefmutter und seinen Stiefschwestern zu viel Arbeit bekommt. Sie hatte also keine Zeit, um sich ein Kleid für den königlichen Ball zu machen. So beschlossen Jacques und ich, eins für sie zu machen. Doch auf der Materialsuche lauerte Lucifer schon auf uns. Cinderella sieht beschäftigt aus, was? Vielen Dank für eure Hilfe. Ach, nicht der Rede wert. Ich glaubte, eine neue Möglichkeit gefunden zu haben, zu Master Xehanort zu gelangen. Vielleicht brauchte man dazu nur ein reines Herz. Ich suchte und suchte und schließlich kam ich zu einem Schloss. Ich dachte damals, die Antwort in Cinderellas Licht im Herzen gefunden zu haben. Und schließlich traf ich Aqua. Ven ging dir nach. Hast du etwas von ihm gehört? Nein. Also wuchs das Licht in ihrem Herzen, weil sie an Träume glaubt? Cinderella, ein Mädchen, das glaubt, dass sie eines Tages glücklich sein wird. Ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwestern machen ihr das Leben schwer und überlassen Cinderella die Hausarbeit. Ein Kleid, gemacht von Magie tragend, trifft sie Charming auf den Ball. Doch die Magie hält nur bis Mitternacht. Die gute Fee. Eine alte gute Fee, die einen Zauberstab führt. Sie taucht für Cinderella auf, das Mädchen, das noch immer an Träume glaubt, und spricht einen Zauber aus, der aber nur bis Mitternacht hält. Lucifer ist die clevere Katze der Stiefmutter. Er geht nicht nur in Cinderellas Weg, er ist auch noch der Feind der Mäuse und Vögel, die Cinderella gern hat. Er ist auch ein Feind von Cinderellas Hund Bruno. Jacques ist der Anführer von den Mäusen und ist mit Cinderella, den Vögeln und Bruno befreundet. Er lebt auch in Cinderellas Haus. Er fühlt sich Cinderella gegenüber schuldig, weil sie immer so gut auf die Mäuse und auf die Vögel aufpasst. Jetzt will er ihr helfen, ein Kleid für den Ball zu machen. Charming ist der Prinz des Königreichs. Sein Vater ließ einen Ball veranstalten, auf dem er seine Braut finden sollte. Auf diesen Ball traf er Cinderella und verliebte sich sofort in sie. Als sie wegrannte, fand er einen Glasschuh von ihr. Er ließ alle Mädchen im Land diesen Glasschuh anprobieren.
Als er sie wiedergefunden hatte, wollte er sie sofort heiraten.